Was wäre ein Tag ohne Minecraft? Na? Hallo Minecraft. Ich habe mir noch ein mini kleines Projekt ausgedacht, gerade so spontan. Wollte ja hier hinten auch noch was hinbauen. Natürlich werde ich dafür Erde brauchen. Deswegen ist das Erste, was ich mache, eine kleine Erde und natürlich Sandtour. Wenn ich mein Schiff finde, mein Boot. Da ist es. Naja, wird gerade morgen. Finde das total cool, dass ich mittlerweile überall Wege habe. Genau, das wollte ich sagen. Wo will ich denn hin? In die Richtung? Why not? Ja. Mal gucken, ob ich heute Abend auch noch mal zwei, drei Runden Phasmophobia spiele. Gestern habe ich ausgesetzt, weil ich auch nebenher immer noch Outer Wilds spiele zurzeit. Geht. Okay. Da hinten, das sieht doch ganz nett aus. So, es geht mir jetzt hauptsächlich um Erde. Da brauche ich ein paar Packen. Da brauche ich einige Packen. Aber trotzdem will ich noch zwei, drei Packen Sand, damit das Projekt Strand auch nicht einschläft. Dann kann man hier ein bisschen mit der Erde anfangen. Ich könnte endlich mal auch mehrere Tiere noch auf meine Insel locken. Pferche bauen und so ein Zeugs. Das kann man schön einebnen. Es sollten sowieso in Küstennähe. Muss es nicht so hoch sein. Das ist immer meine Ausrede, um schön zu entspannen, um hier ganz viel Erde und Sand zu klauen. Ich müsste demnächst auch noch mal ein paar Bäume anpflanzen, damit ich noch ein bisschen mehr Holz auch zwischendurch kriege. Wenn hoffentlich irgendwann mal meine Insel oben noch etwas größer geworden ist, die Fläche ganz oben. Kann ich noch ein, zwei von den Fichten anbauen, damit ich da so ein kleines Wäldchen noch habe. Deswegen brauche ich halt auf lange Sicht auch noch super viel Erde. Ups. Nächste Schaufel. Packen Sand habe ich noch nicht mal drei. Dann kann man das hier noch einebnen. Und vom Rest hole ich mir dann Erde, von dem ich noch nicht mal einen Packen habe. Von der. Da gibt es noch einen kleinen Hügel. Ja, dann wird der Strand auch gleich noch ein bisschen größer. Also das, was ich seit 15 Runden mache, immer wieder zwischendurch. Aber das hatte ich ja auch schon erwähnt, das, was speziell diese Minecraft-Runde ausmacht, sehr viel Casual, sehr viel Terraforming.
alles einfach zu meinem Bauplan dazuhört und zu dem Konzept der ich mache mir eine Insel schön. Und wenn mir ein schönes Thema einfällt, über das ich quatschen kann, dann quatsche ich darüber. Wenn mir eins einfällt. Ich hatte ja schon mal das Thema Serien, über Spiele habe ich so ein bisschen erzählt. Dann gesellschaftliche Sachen. Brauche ich ja gar nicht mehr. Corona ist immer wieder ein Thema, weil man auch einfach nicht drumherum kommt in diesem Jahr. Was hat man denn sonst noch? Vielleicht mal über Hobbys sprechen. Wo ich eben dran gedacht habe, Hobbys, dann könnte ich auch Schach ansprechen, wobei es da jetzt nicht so viel zu erzählen gibt. Ich bin kein Schachexperte, ich mag das Spiel einfach sehr gerne. Hab vor ein paar Jahren einen tollen Kanal entdeckt von jemandem, der mittlerweile verdienterweise auf die Millionen Abonnenten zugeht. Der macht das richtig gut, der nimmt sich Partien raus, meistens aktuelle, wenn irgendwie Weltmeister oder die Weltelite quasi des Schachs, wenn die Weltelite des Schachs gegeneinander spielt, in irgendwelchen aktuellen Turnieren oder auch alte Partien, Klassiker, da gibt es ganz, ganz viele im Schach. 1, 2, 3, 4, Oh, ich habe noch mehr Sand. Und genau, also ich habe von klein auf, dann habe ich zum ersten Mal Schach gespielt, 10 Jahre ungefähr vielleicht, hat mein Vater mir das irgendwann beigebracht, 10 oder 11, und bin dann irgendwann in die Schach-AG gegangen, bin in den Schachverein eingetreten. Ich war nie der Top-Spieler, war unter anderem zu faul, um die ganze Theorie zu lernen, und ich war immer ein guter Spieler, konnte gut puzzeln quasi und aus einer Stellung, wenn man einen Vorteil hat, den auch meistens ausnutzen. Wie immer macht man halt Flüchtigkeitsfehler. Das passiert in den Klassen, in denen ich gespielt habe, noch recht häufig natürlich. Und aber ich hatte immer viel Spaß mit dem Spiel. Es hat mich immer ein bisschen nervös gemacht. Also gerade so die langen Partien, wo man dann 2 Stunden und länger, bis zu 6 Stunden könnte eine Partie bei mir dauern, vor dem Brett sitzt und versucht, den Gegner irgendwie auszumanövrieren oder eine vielleicht verlorene Stellung vielleicht doch noch gerade so unentschieden, also Remis zu halten. Genau, das war immer sehr nervenaufreibend für mich. Und ich spiele nicht so gerne gegen menschliche Spieler, einfach weil ich nicht mehr so kompetitiv bin. Also gegen andere Menschen zu spielen, mache ich auch bei Brettspielen gar nicht mehr so gerne. Da und da. Drei Schaufeln haben wir noch. Genau, aber trotzdem ist es ein sehr schönes Spiel und ich beobachte das gerne und kenne jetzt mittlerweile auch viel mehr Namen von aktuellen Großmeistern in der Weltrangliste. Unter anderem durch diesen Kanal, der hat mein Funken Schachinteresse immer noch mal aufrechterhalten und ich gucke eigentlich jedes Video, das er so rausbringt. Und habe wie gesagt jetzt einen deutlich besseren und aktuelleren Einblick in dem, was in der Schachwelt vorgeht. Und das finde ich cool, gefällt mir. Ab und zu spiele ich mal eine Partie gegen den Computer, so mittlere Stufen ungefähr, komme ich noch ganz gut zurecht. Wie gesagt, ich bin kein meisterlicher Spieler. Wobei ich glaube, dass diese ganzen Videos, die ich gucke, schon einiges dazu beigetragen haben, dass ich ein paar Tricks und Kniffe nochmal gelernt habe und durchaus besser spiele, als wenn ich die Videos jetzt nicht geguckt hätte, weil so ein paar Konzepte kriegt man dann einfach mit und das ist sehr cool. Ja, genau. Und ich habe
aktiv im Verein gespielt, bis ich so ungefähr 30 war. Mit zunehmender Vereinsmuffel, weil ich musste dann in meinen alten Verein zu kommen, nach der Arbeit. Hallo Huhn. Nach der Arbeit noch eine halbe Stunde Auto fahren, und das war dann meistens, war gerade zu einer Zeit, wo ich dann auch immer ein paar Überstunden machen musste und einfach keine Zeit mehr so richtig hatte, und dann hat mir die Muße ein bisschen gefehlt und dann wollte ich nicht um 7 Uhr noch da runterfahren. Das war mir dann alles zu spät. Gerade wenn dann eine Schachpartie 3, 4, 5 Stunden geht, und ich wollte dann meistens einfach nur nach Hause und mich ein bisschen ausruhen und genau, den Tag dann so langsam vorübergehen lassen. Und dann ist das bei mir ein paar Jahre lang komplett eingeschlafen. Und genau, und irgendwann bin ich umgezogen und dann bin ich aus dem Verein rausgegangen. Bisschen schmerzlich, aber das Geld konnte ich dann auch ein bisschen besser noch verwenden. Auch wenn das jetzt nur 3 Euro im Monat waren. Ja, genau. Und Schach ist somit auch nach langen Jahren immer noch eins meiner Hobbys. Nicht, wie gesagt, nicht mein größtes Hobby. Aber ich spiele es immer noch gerne. Ich bin auch, wie gesagt, immer noch ganz gut. Ich habe es auch einmal, da bin ich immer noch recht stolz drauf. Einmal habe ich es zum Vereinsmeister geschafft. Was unter anderem daran lag, dass der sonst immer Vereinsmeister geworden ist, in dem Jahr nicht da ist, weil der spielt deutlich besser als ich. Also spielt auch immer noch deutlich besser als ich. Genau, so ist das. Ich könnte vielleicht so langsam mal mein Bett auspacken. Warte. Sind schon Monster gespawnt irgendwo? Ich sehe keine. Mehr Eier. Ich wollte nur gucken, ob ich noch auf... Gott. Nicht... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nicht auf Peaceful spiele. Ja, das war meine Beschreibung über mein Hobby Schach. Was ich immer noch gerne mache, ist halt einfach mir Partien angucken von anderen oder angucken lassen quasi. Ich bin ja da so ein toller Konsument quasi. Oder auch in einer Fernsehzeitschrift, wenn da eine Schachspalte ist, gucke ich mir die gerne an. Meine Eltern heben mir das extra immer noch auf. Das ist sehr nett. Und da habe ich dann immer was zu tun, was ich mich auch mal von meinen üblichen Dingen, die ich am Computer mache, wegbringe. Warte, 1, 2, 3, 4, 4,5, 4, 6, 8, ja, noch so ein Packen Erde wäre schon noch... noch wünschenswert. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Ups. Ups, da habe ich wohl nicht drauf geachtet. Nein. Zur Strafe werde ich jetzt ein paar mit der Hand abbauen. Gut, noch ein bisschen Sand dann holen.
Und dann kommt schon die letzte Schaufel dran. Die letzte halbe Schaufel. Bock, 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 bock. Da ich viel Erde brauche. Hol ich noch ein bisschen hiervon. So, 2, 4, 6, 8, genau 10 packen. Mal gucken, was ich damit anstellen kann. Da hinten gibt es noch Sand. Mit der restlichen Schaufel hole ich mir Sand. Zumindest mal theoretisch. Oho. Ja, das ist okay. Gucke ich erstmal, was ich damit mache. Aus welcher Richtung kam ich denn? Ich glaube, da so. Oh, was ist das denn? Ist das ein Loch im Boden? Angucken. What the hell? Wow. Das ist voll geil. Abgesehen davon, dass ich gleich ertrinke, ist das voll geil. Und tick. Und tick. Böcke. Da komme ich her. Da komme ich her. Das heißt, ich will jetzt noch da. Das ist Korallenriff. Und da ist schon meine Heimatinsel. Oder die Insel davor mit der kleinen Pagode. Ich könnte eine Pagode bauen irgendwo hin. Das Pagode? Pavillon? So ein Teil halt. Na, ich will zur Vorderseite der Insel. Ich könnte ich mir auch mittlerweile ein, zwei Bäume hinstellen, dann sieht das nicht ganz so nackt da hinten aus. Rein da, rein da. So ist schön. So, erstmal wieder den Sand verbraten. Nein, das mag ich nicht. Huch. Ja, so viel ist es nicht. Auch noch. Dann hier noch.
So, und hoch. Und noch ein bisschen Schaden. Ui, ui. Okay. Hallo Delfin, willst du was fressen? Kannst du haben. Nein! Ah, jetzt bin ich natürlich wieder an die Steuerung von Outer Wilds gewöhnt. Der darf ruhig frei bleiben. Okay. Naja, dann jetzt noch ein bisschen Bone Meal. Oh, ich habe halt das ganze, den ganzen Setern hier abgegrast. Meine Fresse. Hast du den herausgetrieben? Ah, du spielst damit. Ja, dann lasse ich den dir auch. Okay. Dann kann ich das hier so machen und den noch und den noch und den noch und den noch. Warte. Jetzt. So. Und so. Eins, zwei, drei, vier. So, Badefläche ein bisschen größer gemacht, wie immer. Und hier möchte ich auch noch ein bisschen. Habe ich natürlich hier einen aus Versehen reingeschmissen, also müssen wir es auch vervollständigen. Ruhig großzügig verteilen. Yay. Zwei, drei, vier. Immer schön, wenn man eine neue Fackel aufstellen kann. Dann kann ich das hier noch ein bisschen breiter machen. Machen wir erstmal hier so. Drei. Nein. Jetzt vielleicht? Nein. Jetzt. So ist gut. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Und noch einen. Und noch sieben.
Na, wer ist damit? Puh. Okay. Alles noch schöner machen. Jetzt kommt der eigentliche Plan. Erstmal was essen. Einer. Danke. So, was kommt als nächstes? Oh ja, der kommt auch noch weg. Hey. Okay. Sieht gut aus. Ich finde, es sieht gut aus. Dann gehe ich doch jetzt. Da hinten hin. Und gucke mal, was ich damit so machen kann. Da ich das hier noch ein bisschen größer machen möchte, hier insgesamt sowieso noch ein bisschen ausbauen. Da schon wieder ein Ertrunkener? Oh Gott, geh mir nicht auf den Keks. Na gut, das Fleisch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen darüber, also vielleicht hier so ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finde ich okay. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erstmal hier so abstecken. Warte, sehen. Ich mach's erstmal so. Irgendwann wird das noch größer, wenn ich die richtigen Tasten drücke. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, was soll's? Big is beautiful. Ah, ich habe noch ein bisschen. Naja, wenn schon, denn schon. So, das wird dann das neue Areal. Muss sowieso dann überall irgendwann Erde hin.
2, mindestens Höhe 3, vielleicht sogar Höhe 4. So. Dann möchte ich das gerne gerade noch hier aufstocken. Noch haben wir ein bisschen. Jetzt hatte ich natürlich gerade, wo ich das gebaut habe, eine andere Idee bekommen. Das mache ich vielleicht an einer anderen Ecke. Wie schaut's aus? Sonst kriege ich das noch voll gebaut. Dann kann ich noch ein, zwei Stellen etwas abflachen. Okay. Die Höhe. Nö, die Höhe finde ich gut. Muss gar nicht viel höher werden. Das wäre dann so die Begrenzung für was auch immer ich da hinbauen werde. Naja, das Fundament will ich schon setzen. Okay. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das übliche. Sieht gut aus. Hier noch. Okay, sieht gut aus, würde ich sagen. Für den Anfang. Habe ich nämlich eine gute Ausrede, um hier noch den Weg entlang zu bauen. Jetzt habe ich natürlich hier meine Dings schon lang gebaut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier ist richtig.
Ups, noch nicht. Jetzt. Ja, das finde ich ganz gut. Hier wollte ich meinen Anfang bauen. Gut. Hier noch einen. Und hier noch einen. Das ist auch ein bisschen größer geworden. Ich will es generell noch ein bisschen flacher kriegen. Und dann halt hier mit der Zeit einfach hier noch erweitern, hier noch dran, damit das überall noch ein bisschen größer werden kann. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich noch größere Flächen habe, dann kommen da jetzt auch mal Bäume hin. Das ist so karg hier hinten mittlerweile. Hey, das ist doch eine von den alten Fackeln. Drei, vier. Zwei, drei, vier. Hier ist auch noch eine von den alten Fackeln gewesen. Gut. Ich möchte dann Bäume pflanzen. Hier unten können ein paar Bäume hin und ja, ich werde auf der ganzen Insel ein paar Birken und Eichen bauen, anpflanzen. Dann brauche ich noch ein paar Fackeln. Möchte ich da mal eine anpflanzen? Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ah ja, genau. Boah, das dürfte erstmal reichen. Spruce, ah ja. Da finden sich bestimmt auch noch was. Spruce Log, die werden alle schön. Habe ich hier nicht noch? Kisten? Oh ja, ich habe noch genug Kisten. Kohle. Ein bisschen. Ganz toll. Das reicht erstmal. So, das sind so die ersten Früchte meiner Inselvergrößerungsarbeit, die ich jetzt hier ernten kann. Wo will ich dich denn hinstellen? Erstmal hier hin? Jo. Dann wachst erstmal hier. So, drei Stück von denen. Ja, hier noch ein bisschen Platz. Hier einen. Hier einen. Und hier einen. Dann würde ich gerne ein paar Eichen und Birken anpflanzen. Nicht.
Küche eine schöne Eiche. Warum nicht? Finde ich gut. Uah. Na, mittlerweile ist die Insel groß genug, dass man hier ein paar Bäume hinsetzen kann. So, jetzt müssen sie nur noch wachsen. Und als nächstes brauche ich eigentlich dann schon zwangsweise mein Holz. Und zwar hätte ich gerne, ich baue gerne mit dem Spruce. Ich habe relativ viel Dark Oak. Deswegen ist das, was ich jetzt hinstellen werde, auch aus Dark Oak. Dafür habe ich extra den einen Baum jetzt auch gepflanzt. Der kommt nochmal weg, damit ich mehr Holz habe und hoffentlich genug Setzlinge rauskriege. Ich glaube, ich baue eine komplette Blockhütte. Und zwar fängt das da hinten dann an. So, da werde ich noch einiges mehr an Holz brauchen. Andersrum. Und zwar so, das ist meine Basis für alles. So, 1, 2, 3. Der Eingang eher so auf die Seite. Ist egal, Eingang kommt gleich dran. Nein. Doof, runterzufallen. So sieht das dann aus. Das wird schön abwechselnd gemacht. So. Ich drei hier und 1, 2, 3, 4 hier. Warum nicht? Ich brauche deutlich viel mehr von dem Holz hier. So. Ich hasse diese Drowned. So, dann habe ich aber mein übernächstes Projekt auch schon. Wenn ich nochmal, natürlich noch ein bisschen mehr Erde rangekarrt habe. Ich wollte ja hier nochmal ein kleines Schiff hinbauen. So in Erinnerung des Schiffes, was ich hier abgerissen habe. Dafür will ich auch noch ein bisschen Erde hier haben. Das soll nicht ganz so nah hier an dem Turm sein. Weil man das auch durchaus als Leuchtturm interpretieren kann. So, da.
dann 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, natürlich. Dann stelle ich aber hier welche auf. Die werden später noch korrigiert. Ich brauche noch ganz viel Erde. Oh, der Baum ist gewachsen, das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass genug Setzlinge rauskommen. Nein. Egal. Also mindestens 4, damit ich keinen Verlust mache. 5 wären besser. Und dann, was auch immer übrig bleibt. Das Gute ist, dass die halt auch sau viel Holz einfach geben. Da noch. Nein. Ah, magst. Bist du nur da hinten? Kannst mir verstohlen bleiben. Ey, einen haben wir schon. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Dann brauche ich schon mal ein bisschen was von meinem... Ui, ui, ui. Drei Stück haben wir schon mal. Das ist gut. Oh, warte. Das ist ein bisschen besser. Cool, dann habe ich nämlich schon mal einen übrig. Stöcke nehmen wir auch ganz gerne. Wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich die Hütte lieber noch mal 5 Blöcke weiter hinten bauen. Kann man immer noch mal umsetzen. Die wirkt noch sehr nah hier, muss ich sagen. Oh ja, cool. Der ist nicht überwuchert. Der hat schön Platz gelassen. Gefällt mir. Du... Das ist nicht so verkehrt in dem Fall. Nicht so schlimm. Ah, jetzt kommen ein paar Bäume hier. Viel schöner. Ich kann mal in... Ups. Die Richtung. In die Richtung. Ich glaube auch schon, was gewachsen ist. Noch nicht. Cool, da habe ich ein bisschen Glück mit den Setzlingen diesmal gehabt. Jetzt könnte ich nämlich direkt noch einen zweiten bauen. Nee. Komm her. So. Muss ich mich noch entscheiden, wo ich Fenster reinpacke? So rum wieder. 4, 3, 2, 1, 0. Da 1. Da 2. Ich immer so Zweierfenster. 2. 2. Warum nicht?
Jo, schon haben wir ein paar Fenster. Schönes, massives Holzhaus. Der Rohbau steht schon mal. Da kommt jetzt dann die Decke drauf. Ne? Das könnte schlimmer aussehen. Aber ich glaube wirklich, wenn ich noch ein bisschen mehr Erde habe, kommt das ganze Gebäude noch ein bisschen weiter nach hinten. Die Blockhütte ist doch ein bisschen klobig. Aber gefällt mir trotzdem schon ganz gut. Okay. Nächster Plan. Mehr Bäume. Da ist auch noch einer gewachsen. Sehr gut. Der stand da schon. Oh, der ist auch gewachsen. Ja, nice. Oh. Ich guck mal, ob meine Computerecke jetzt noch einigermaßen freie Sicht hat. Vielleicht eins weiter zurück. Das ist ein bisschen nah für meinen Geschmack. Ich muss auch noch ein bisschen Erde hin, damit ich da. Eieieiei. Oh, von Anfang kann man es lassen. Man sieht links noch die Insel, rechts ist eh nicht viel zu sehen. Oh, Dachterrasse gefällt mir auch noch gut. Gut, dann kommen jetzt die Sachen erstmal in die Kiste. Und den Rest, na, vielleicht packe ich noch einen Boden rein. In die neue Hütte. Habe ich noch ein bisschen 40, 64 brauche ich. Brauche ich. Das heißt, das nächste Mal brauche ich auch wieder Erde, so wie immer. Und einer der Gründe, warum ich das weiter zurücksetzen will, ist, weil mir das hier noch zu steil ist. Dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen mehr dran bauen. Und wenn ich das mindestens fünf weiter zurücksetze, vielleicht sogar 10. Nee, es ist wieder so eine schwere Entscheidung. Oh. Vielleicht sogar eher 10. Dann kann ich nämlich den Hügel da noch ein bisschen vergrößern hinten dran. Und das halt auch noch ein bisschen abflachen. Ja, es sieht doch schon ganz gut aus, oder? Das leuchtet auf jeden Fall genug aus. Draußen noch zwei Fackeln. Dann fehlt noch ein Dach.
Und dann, wenn ich genug Erde habe, nutze ich das als Ausrede, um alles nochmal mehrere Blöcke nach hinten zu setzen. Dann kriege ich hier vorne dran noch ein bisschen. Das muss mindestens 10 weiter nach hinten. Dann wird das hier schön ausgeweitet, damit ich auch so eine etwas nicht ganz Halbinsel kriege. Genau, ja, das wird super. Hui, da haben wir einiges an Holz bekommen. Einen Baum könnte ich hier noch hinsetzen, also so eine Fichte. Hier könnte auch noch mal bei Gelegenheit noch eine hin. Einen Packen Erde habe ich sogar noch. Den behalte ich mal. Holz. Was kommt da rein? Spruce Planks. Kommen da rein. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Pflanzen. Nein, warte. Tierprodukte. Jetzt haben wir einiges an Eiern. Das ist gut. Kelp, Blumen. Es wird. Dann Materialien. Essen. So, und jetzt. Das einzige Kelp, was übrig geblieben ist, kommt da rein. Und hat sogar was gegeben. Ja, cool. Jetzt ist die Stunde schon wieder rum. Und jetzt bin ich gerade so zwischen den Stühlen. Ich könnte nochmal, weil ich werde nächstes Mal nochmal Erde rankarren. Badestelle wird langsam. Jetzt muss ich vor allem nach hinten bauen. Das heißt, das steht jetzt auch an für meinen Strand. Nach hinten und hier gar nicht mal mehr so viel. Nach außen und hier noch nach außen auch. Und dann, ja, irgendwann wird es genug sein. Ich baue gerade noch meine Schaufeln. Kann ich mir noch mal ein Thema überlegen, mit über das ich quatschen werde. 6 Schaufeln. Warte. Mach mal 10. Damit das nicht ganz so schnell geht. Kloink. Voilà. Gefällt mir. Jetzt will ich gerade mal gucken, was kostet es denn, dich zu reparieren? Repair Name. Muss ich dann Diamanten reinpacken? Oder brauche ich die Emeralds? Ist das eigentlich Upgrade Gear? Kann ich dich upgraden? Wie das geht, weiß ich nicht. Reparieren ist Enchantment Cost. Ah ja. Bringt nur einen. Und das da? Bringt nichts. Na dann. Okay. Dann kann ich damit nächstes Mal fortfahren. Ja, das ist doch ein schöner Ausblick für das nächste Mal. Insofern war es das jetzt wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.